Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man nach einem Vektor oder nach einer Matrix ableitet. Ein kleines Achtung vorweg, ich rede hier nicht von sowas, wer den Nabla-Operator schon mal gesehen hat, der hier ein bisschen komisch aussieht, wenn uns jetzt A ein Einheitsvektor ist, es geht nicht um das hier. Es geht nicht darum, in eine Richtung abzuleiten, sondern es geht darum, nach einem Vektor oder nach einer Matrix abzuleiten. Konkret, die Beispielaufgabe, die ich machen werde, sieht so aus. Und das ist auch die, glaube ich, berühmteste Aufgabe dafür, wenn man so im Netz guckt. Es stehen nur sehr wenige Lösungen dazu drin. Dann sieht das so aus. Oder auch so. Wenn x ein Vektor ist und a eine beliebige Matrix, was kommt dann hier raus? So, meine Quelle ist dieses Ding hier. Ein großes Dankeschön an Randall J. Barnes, der das vermutlich verfasst hat. Ich habe ziemlich viele Bücher angeguckt und ich habe auch ziemlich viele Suchbegriffe bei Google eingegeben, aber auf eine ordentliche Erklärung bin ich leider nicht gekommen, bis ich das hier gefunden habe. So, und in diesem Sinne wollen wir starten. So, stellen wir uns vor, wir haben einen Vektor x im Raum Rn. Ich hoffe, das ist klar, was das ist. Konkret würde das sowas sein wie x1, x2, xn als Vektor. So, und wir stellen uns vor, wir haben einen Vektor y, der ist im Rm. Dann sieht die Ableitung, nicht erschrecken lassen, so aus. Wir leiten y nach x ab und das ist definiert als die Jacobi-Matrix. Nachschlagen auf Wikipedia sieht im Grunde genauso aus. Was macht sie? Sie nimmt jedes Element mit jedem Element und macht eine Teilableitung. Zum Beispiel, also wir gucken uns das mal kurz an hier. y1, also wenn wir jetzt hier unser y haben, y1, der hier abgeleitet nach dem hier. Dem hier. So, das war der hier. Jetzt gucken wir uns den an. Ist y1 derselbe, abgeleitet nach dem hier. Und so geht es weiter. So, wir leiten y1 nach Stück für Stück jedem einzelnen dieser Elemente ab. Und dann gehen wir in die nächste Reihe y2 nach jedem einzelnen dieser Elemente. Also leitet es im Grunde einfach nur alles nach allem ab. Sieht zwar komplex aus, aber ist es dann eigentlich auch gar nicht mehr so. So, was fällt uns gerade hier auf? y1, x. Die Indizes von x wachsen nach rechts. Das heißt, unsere Dimension von x bestimmt uns, wie lang unsere Matrix wird. Und y wächst nach unten. Das heißt, die Dimension von y bestimmt, wie hoch unsere Matrix wird. So, jetzt bitte ein bisschen Vorstellungskraft. Stellt euch vor, unser y wäre einfach nur ein y. Das heißt, hätte einfach nur eine einzige Dimension. Das heißt, es gäbe dieses hier nicht und dieses hier nicht. Dann gäbe es dieses alles hier nicht. Das heißt, wir hätten einfach nur, je nachdem wie lang unser x ist, so ein Ding als Ergebnis. So, zweites Beispiel. Stellen wir uns vor, y ist beliebig lang und x ist einfach nur eine Dimension lang. Erstmal, x ist nur 1 lang, das heißt, dieser Pfeil hier wird zusammengeschränkt auf 1. Und y ist halt beliebig lang. Y wächst ja, wie wir festgestellt haben, nach unten. Das heißt, was wir rauskriegen, ist einfach nur ein ganz normaler Vektor, wie wir ihn gewohnt sind. Und jetzt stellen wir uns vor, x und y hat jeweils nur eine Dimension. Dann wächst er nicht nach hier, sondern hat nur 1. Und er wächst auch nicht nach unten, sondern hat nur 1. Das heißt, das ist unsere Lösung. Das heißt einfach nur, das eine y wird durch das eine x abgeleitet. Und das ist auch das, was wir immer machen, wenn wir ganz normal nur zum Beispiel x² nach x ableiten, kriegen wir auch nur eine Dimension raus. Also ist das genau das, was wir auch sonst immer machen, nur halt ein bisschen komplizierter. So, jetzt eine Beispielrechnung dafür. Ich hatte das vorhin mit dem a gemacht, so. Wir wollen aber jetzt für unser a die Einheitsmatrix benutzen. Das heißt, das ist äquivalent zu diesem hier. Und wir wollen das ableiten nach dem hier. Entschuldigung, ja, nee, wir leiten doch lieber nur nach x ab. Das ist ein bisschen einfacher für das Beispiel. So, also, dann lass uns mal loslegen. Wir gucken uns erstmal an, was ist denn eigentlich x transponiert mal x. Übrigens nicht verwirren lassen, dieses x hier und das hier hat erstmal nichts miteinander zu tun. Naja, merkt euch, das x hier unten ist dieses x und das y ist x transponiert x. Wir gucken uns jetzt an, was gibt x transponiert x. X transponiert, guck mal, x sieht ungefähr so aus. Das heißt, es ist irgend so ein langes Ding, so eine Wurst, mal das hier. Und wer das jetzt im Kopf rechnen kann, der weiß, da kommt einfach nur eine Zahl raus. Eine einzige Zahl. Eine Dimension kommt also raus. Konkret heißt das, das Ding hier oben hat eine Dimension.
Unser Y, also um auf dieses Bild hier zurückzukommen, Y hat eine Dimension. Wenn das oben eine Dimension hat, heißt es, dass wir nicht nach unten wachsen, sondern einfach nur hier so in dem ersten Ding bleiben. Das heißt, was wir rausbekommen, ist auf jeden Fall schon mal nur das hier. Jetzt abhängig davon, wie groß unser x dann unten ist. Und da unser x in diesem Fall hier n Dimensionen hat, ist das genau unser Ergebnisvektor. Das heißt, ich schreibe das mal hier unten hin. Was wir im Grunde, okay, ich brauche es eigentlich nur abschreiben. Was wir im Grunde nur machen ist, wir leiten x transponiert x einmal nach y x ab. Das ist das erste Element. Dann leiten wir es nach, oh, es sieht echt schlimm aus hier, dem zweiten Element ab. Und das machen wir, bis wir am enden Element sind. Und dann haben wir unseren Ergebnisvektor. Und an sich kann man das Ganze auch jetzt nochmal mit a durchrechnen. Und dann kommt man auf verschiedene Formeln, die sich im Internet finden. Jedenfalls, was wichtig ist, wenn ihr wisst, wie das hier jetzt zu rechnen ist, also das hier, dann könnt ihr euch alles herleiten, was im Internet so rumfleucht und kreucht. Und mehr ist es auch nicht. Also einfach nur, wie immer eigentlich in Mathematik, einfach nur diese dumme Definition anwenden und dann kommt man aufs Ziel. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich hier jetzt ein a reinbastel, dann ist das ja trotzdem nur ein Skalar. Wenn das a natürlich, wenn unsere Matrix a jetzt natürlich die passenden Dimensionen hat. So, das soll es eigentlich zu dem Thema gewesen sein. Ich gehe mal kurz eins weiter. Eigentlich soll es das zu dem Thema gewesen sein. Aber das, ich habe ja angesagt, es geht ja auch um Matrix-Ableitung. Gut, ja, Punkt. Und das ist jetzt nur eine Schlussfolgerung von mir. Ich habe es nicht in dem Paper gesehen. Aber nehmen wir mal an, guck mal, das sind ja zwei Vektoren, x und y, die sehen beide so aus. Jetzt sagen wir mal, x sieht nicht so aus, sondern ist eine Matrix. Das heißt, x hat nicht nur hier Elemente, sondern hat auch hier Elemente. Mit den ersten n Elementen gehen wir bis hier. Dann gehen wir doch einfach mit den zweiten n Elementen bis hier. Und wenn wir noch eine dritte Reihe haben, bis hier. Wie gesagt, das ist nur, ja, bisschen doof, das in ein YouTube-Video zu packen. Meine persönliche Schlussfolgerung. Warum? Weil die Matrix-Multiplikation so ähnlich funktioniert und ich keine Informationen gefunden habe, wie das tatsächlich funktioniert. Oder keine, die ich verstanden habe. Man möge mich gerne in den Comments darauf hinweisen. Vielen Dank. Und auch hier, wenn es irgendwelche Zusatzinformationen gibt, die ich nicht in diesem Video drin habe, dann werde ich sie in die Beschreibung packen. Also auf jeden Fall bitte Beschreibung lesen. Da stehen keine irgendwelche Links drauf wie von anderen YouTubern, sondern eigentlich nur Sachen zum Thema. Ansonsten vielen Dank fürs Gucken und ich hoffe, es hat was geholfen.